Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Minecraft Vanilla Challenge 1.14.4 mit dem Jerry. Und es ist los! Hallo! Ja, wir sind letztens in der Hölle, oder sind immer noch in der Hölle zugange jetzt. Werden wir jetzt auch wieder reingehen erstmal. Oh. Huch. Halbwegs sicher ist das Portal ja schon. Aber hier ist ein heftiger Gas gerade. Der Kacke ist. Nein, überhaupt nicht. Wo ist das Vieh? Irgendwo war eins. Oh, schnauzige Schweine, ihr nervt. Das Holmenpack ist echt erschreckend nervig. Bei dem Schwein gerade. Lästig. Ja. Na gut. Ich baue auch gleich Quarz mit ab. Kann man mal machen. Oh mein Gott, wie viel zieht denn der scheiß Zombie, der Slime? Weiß ich nicht. Viel? Ich hab noch 3 Herzen. Jo, läuft. Aber ist ja egal, bist ja nur du. Alter, aber ein Slime ist schneller? Bin der Meinung, ja. Machen wir das einmal so. Ich wollte. Zack. Ich will mir nicht nach ganz oben und das ausmachen. Jo, Slime los! Bewegen. Wow, da bist du. Du scheiß Drecksvieh. Oh, du hast so Glück, Alter. Autsch. Ey, du scheiß Gas-Drecksvieh. Du musst das eigentlich erstmal sterben. Und weg ist er. Ja, und hat natürlich die Hälfte wieder kaputt gemacht. Mistvieh, ey. Der Glück, der Zombie. Ja, hat er. Tag und es regnet. Schön. Ja, die überleben doch noch, glaube ich. Na gut, er ist auch ein Boot. Ich muss überlegen, wie man das mit dem Boot macht. Keine Ahnung. So, machen wir das so. Zack, zack. Kann da hier auch keiner reinfallen, aus Versehen. Wenn man zu doof ist. So wie Jerry. Hab nichts gesagt. Weil dieses Schwein, ey. Was tut dir leid? Dass ich den hier die ganze Zeit draußen stehen lasse. Ist so. Weiß gar nicht, hattest du jetzt eigentlich einen Name-Tag? Nö, hab keinen gefunden. Das ist ja zum Glück noch eine zweite Hölle, vielleicht ist da noch was drin. Ja, aber es gibt auch Dorfbewohner, die die verkaufen. Ja, ich hab auch noch keinen gesehen. Das macht. Achso. Na dann. Testen. Oh. Meine andere Spitzhacke ist auch schon kaputt. Ja, geht auch nicht. Die ist auch schon kaputt. Das wird lästig. So. Schnauzegas. Muss ich gleich erstmal wieder nach oben. Neue Spitzhacken bauen. Wow. So, dann haben wir das. Das wird nicht reichen, oder? Yep, yep. Okay, Decke ist zu. Muss trotzdem jetzt mal wieder aus. Ja. Ich überlege gerade, wie ich das mit dem Zombie-Villager mache. Das ist die spawnt ja, wenn ich abbaue, ne? Ich glaub, ja. Wie verwandle ich den zurück mit dem Trank der Schwäche? Das brauche ich. Und mit dem goldenen Apfel.
Sicher, sicher. Na, na, na. Heute ist ja auch mal sicher. Können wir noch mit Problemen reinrennen? Auch bei Nacht. Tank der Schwäche. Eine normale Glasflasche und ein formatiertes Spinnenauge. Ah ja. Yay. Das heißt, ich könnte einen Schwarz zurückverwandeln. Soll ich einen Schwarz zurückverwandeln? Mach doch. Ja, komm mal mit, du bist jetzt mein neuer Gast. Dein neuer Sklave. Wenn er meine Hundehaut, dann hau ich zurück. Er sieht aus wie ein Bauer. Wird er auch ein Bauer dann? Ich weiß gar nicht, wie triggert man den Beruf bei dem. Wenn er einen Beruf hat, dann kannst du ihn nicht mehr ändern. Und wenn er noch keinen hat? Dann muss er nur das dementsprechende haben dafür. Okay. Für was er werden soll. Bibliothekar braucht man natürlich später einige, ne? Hm? Bibliothekar braucht man natürlich später einige, ne? Ja. Dafür brauchst du einfach nur so ein Table. Ja. Gut, Töne. So, wenn ich schon mal einen hab, brauche ich noch einen später. Würde ich sagen, das. Welcome, welcome back. So. Tiere, die name getaggt sind, können nicht despawnen, ne? Genau. Okay. So. Oh, hier will ich nochmal ein bisschen mehr Holz. So, perfekt. Bleib mal da drin. Hässliches Mistvieh. So. Bist aber auch nett zu deinem Villager. Klar. Ja, das kann was verdienen. Arschloch hoch 3. Wasserflasche. So, jetzt brauche ich ein formatiertes Spinnenauge. Das macht man aus einem Spinnenauge, ein Salz und. Du meinst einen Zucker? Zucker, mal her. Ja, meinst du gar nicht, du Lügner. Zucker. Immer diese Rumgelüge von Jerry. Mann. Ach, da kommen wir gar nicht durch. Wollte gerade echt gut hinrennen. Wo haben wir die denn? Ein Braunpilz. Da. Ein Braunpilz? Sag mir, dass ich einen Braunpilz hab. Hast du nicht. Den hast du nicht. Das wäre jetzt echt schlecht, wenn ich den hätte. Achso, es regnet schon, ja, aber natürlich nicht in der Wüste. Ja, es ist schlecht, ich habe keinen. Aha. Das bedeutet, dass die Spawn jetzt gleich. Ja, toll. Tja. Ja, Goldäpfel hätte ich noch einen. Ja. Drei, meine ich. Das war jetzt heftig selten. Den brauche ich noch. Ist so. Na dann. Oh Mann! Wenn ich Glück habe und der Dispirant doch noch nicht. Hm? Weiß ich nicht. Pilze kann ich in dem Wald hier finden. Bitte bleib im Boot sitzen. Bleibt er doch sowieso. Da kommt er doch ja, gar nicht raus. Weg. Ich weiß, dass er despawnt. Ha! Sag ich dazu. Da. Ha! Und weg ist er. Ich hoffe noch nicht. Ja, bitte. Ich hab den Schlang schnell wieder geladen. Komm, bleib da. Yay. Bleib doch da. Sei ein netter Villager. Jerry hat einen Knall. Ja, er lebt! Lebt. Ich meine, natürlich, er ist noch da. Jerry ist ein knallrotes Gummiboot. Ja. So, zwei formatierte Spinnaugen. Kurz gucken. Zwei formatierte, so. Genau, das brauche ich. Formatierte mache ich Trank der Schwäche. Und dann Werfer mache ich den mit dem. Genau. Nee, nicht genau. So. La 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 la. La 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 la.
Okay. Machen wir das so. Hier machen wir komplett alles zu. Scheiß auf Fenster. Geht ja nur zum Portal. LOL! Ja, was? Ich war im Boot drin von dem Villager, wollte das drehen. Er schlägt mich die ganze Zeit, ich steig aus und back durch den Boden runter in meinen Keller. Läuft bei dir. Ja. Tank der Schwäche, ja. Das war echt schlau von mir jetzt. Yay. Wow, war das schlau von mir. Oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Genau. Auf Trank der Schwäche und gib ihnen dann die Heilung. Gib ihn. Ach ja, als ich heute Morgen um die wach geworden bin dann, ne? Natürlich lief's. Mhm. Fernseher lief noch und Gronkh hat immer noch gestreamt. So wie immer. Ist ja da nichts Neues bei dem Typ. Jo, perfekt. Das ist nichts Neues bei dem Typen, ey. Hat er wieder das Training gemacht und aus Spaß wollte er dann über die Klippe rüberspringen mit dem Motorrad, was natürlich nicht funktioniert hat. Hat er vorgespeichert. Und natürlich waren wieder irgendwelche Leute dabei. Wieder dieses Rumgeheule und dann hat er ausgemacht, keine Lust mehr gehabt. Was wohl schon so über die ganze Nacht. Dass er es nicht gemacht hat, meinst du? Er hat's gemacht, er ist darüber gesprungen und abgestürzt. ich hätt's geschafft. Naja, diese Kommentare manchmal. So, er leuchtet rot. Jetzt muss ich warten. Ja. Er leuchtet rot und verwandelt sich hoffentlich gleich zurück in ein Code. Boot. 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 Code. Da ist mir auch noch Tag der Schwäche. Au, er haut mir auch rot. Rot. Code. Rot. Rot. Code. Rot. Ich habe noch 2 Tränke. Nice. Und noch 2 Äpfel. Ah, cool. Wen interessiert's? Mich. Okay. Und jetzt habe ich sehr viele Schleimbälle. Juhu! Okay. So. Kurz warten. Das wird noch ein Spaß, wenn ich bei mir das Sortiersystem in Killer mit reinbaue. Aber ist echt cool gemacht, finde ich. Vor allem, dass das so funktioniert auch noch. Mhm. Und dafür brauchen wir halt erstmal mehr Eisen. Noch mehr Eisen? Eisen pro Peisen, weißt du doch. Wie gesagt, wenn wir die Eisenfarben machen, hätten wir eigentlich sehr viel Eisen, ne? Ja. Komm, das Fenster mach ich da einfach weg. Zack. Das ist ein bisschen niedrig, finde ich. Ja. Verwandle dich, komm. Verwandle dich! Flieg und Sieg! Wow. So. Hä? Wow, hab ich gesagt. Okay, na dann. So, dann hol ich mal schnell. Nimm mal das weg, das weg. Hier kann ich wieder raus. Ist ein bisschen doof symmetrisch, aber was soll's. Lieber doof als gerade, ne? Ja. Finde ich auch. Spinner, du ey. Ne, warte mal, dann machen wir hier auch nochmal anders. Dann geh ich gleich nochmal in die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Und die Hölle, ich Hölle. Ich nehme jetzt auch extra den Shader nicht an, weil ich dann den sowieso wieder ausmache. Ja, weil Hölle ist ein bisschen blöd im, ja, im Shader. Ja, ein bisschen, das ist sehr blöd. Ich warte jetzt noch kurz, dass er wieder zurückverwandelt wird. Ein Villager, dann sperre ich den nochmal richtig ein in seinem Boot.
Dann sag mal. Warum sperrst du denn die Villager ein, du Arsch? Er hat's verdient, er war böse. Achso. Na dann. Er sagte, er mag Michael Jackson. Was ist da dran verkehrt? Alles. Okay, ich mag ihn auch nicht. Du meinst, du mochtest ihn nicht? Oder mochte ihn nicht. Bleibt sich doch gleich. Ach, wie lange braucht er denn zum Zurückverwandeln? 100 Jahre. Das wär's. Das wäre es ja jetzt, ne? Ja, ne? Wäre doch cool. Viel zu lange. Ich will mein Boot gerne wieder haben da drin. Mach das mal so. Nehmen wir mal die. So. Zombie-Doktor, er ist zurückverwandelt. Ja. Was bist du? Ups. Maurer. Er ist Maurer geworden. Ja. Er verkauft Ziegel. Yay. Und möchte gerne Tonklumpen haben. Yay. So, ich bin hier mal in meinem Keller. Ich bin Jerry, ich bin behindert. So. Ja, ich muss ihn ja safen, ne? Nicht, wow. Ich könnte den töten. Ne? Schon wieder 16 Minuten. Leco mio, ey. Leco mio della cotta. Ja. Della cozza, meinst du? Cozza. Da, läuft's hier. So, dafür mach ich hier nochmal einen Safe. Safe is safe. Na 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 na. Claim is claim. Na 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 na. Nimm's nicht so schwer. Wir claimen einfach nur alles gerne. Wir claimen nur gerne deine Videos. Na 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 na. Naja, sieht ein bisschen komisch aus, aber egal. Egal. Wihi! Gut. Wow, geil! Das Portal direkt in die Hölle ist abgesichert. Yeah, da hat er sich drum gekümmert. Ja, sowas würdest du ja nie machen. Ab und zu. Ab und zu auch gar nicht. Vielleicht mal montags. Oder dienstags. Dunkel, ich sprinte jetzt nochmal zu dem Sumpfgebiet und gucke euch da nochmal ein paar Slime snacken kann. Und ich dachte, du wolltest schlafen. Nö, ich will ja die nachts, ne, können und so. Ja, mich auch. Weil die mich provozieren und so. Provozieren? Ja, die produzieren, genau. Produzieren, ja. Provozieren, habe ich aus dem auch gesagt. Nein. Schnauze. Vielleicht. Sehr ruhig. Nein. Spinner, du, ey. Geh weg! Vielleicht. Komm, ich nehm die mal mit. Ich kämpfe gerade gegen... Gegen Judas. Eine Horde Zombies. Eine Horde Juden. Hä? Was ist das? Keine Ahnung was. Was du meinst. Was du willst. Ein Slime! Ein Baby-Slime! Wieder 200.000. Andere Viecher. Und ich höre schon wieder scheiß Gas hier drin, ey. Jetzt auch in die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Ohne Rüstung und alles Mögliche machen. Ach, da oben ist ein Gast. Ich gehe mal schnell die Festung plündern. Vielleicht kriege ich ja Name-Tag. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann werde ich hier nochmal in der Nähe des Dorf besuchen und gucken, was die so verhandeln. Ja. Ja. Cool. Ey, diese Creeper, ne? Da ist ja der Sound der Sisches. Ja. Decisions. Die zischen bis zum Ende. Die zischen bis zum Ende. Die knallen die in die Menge. Oh mein Gott, ich hab einen Fehler gemacht. Oh Gott. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Scheiße, was hab ich getan? Hast du einen Pikmin angegriffen? Nein, ich hab keinen Pikmin angegriffen. Wieso? Oh Gott. Ich laufe und ich gucke erstmal zwei Endermen in die Fresse und die sprinten natürlich sofort auf mich zu. Ich hab verstanden, du hast einen Pikmin angegriffen.
Nein, zum Glück nicht ein Pikmin. Wäre noch schlimmer. Tja. Pikmin ist nervig. Tja, was macht ihr jetzt? Muss hier nur im Wasser stehen bleiben, oder? Töte sie doch, du Memel. Mach ich doch gerade. Ah ja. Schön da, wo sie nicht an dich rankommen, ist klar. Das muss man leider tun, wenn man keine Rüstung hat. Oh ja. Knalltüte, du weh. Ah, auf. Oh, ein Herz. Hier ist das Schöne. Was? In deinem Haus ist das Schöne, da kann man sich nämlich hier unter die... Was ist denn das hier? Diese Falltüren hinpacken und dann sneakt man ja. Und da verstecke ich mich jetzt für den Enderman. Geh raus aus mein Haus. Nein, es sind so viele Creeper draußen. Geh raus aus mein Haus. Du kannst schlafen gehen übrigens. Ich bin in der Hölle. Kann ich grad nicht. So viele Monster? Nee, es sind einfach die zwei Enderman, die mich jagen. Nicht schlimm. Oh Gott! Aua, aua, aua. So eine Memme, ey, Leute. Okay. Ganz kurz was gucken. Was ist an, alles klar. Enderwelle! Warte mal, wenn ich schon hier lang gehe, kann ich auch nochmal eine zweite Reihe bauen. Ja, fertig. Zwei Enderperlen. Christlich. Muss sowieso noch alles ordentlich zugebaut werden. Dass man wenigstens sicher von Gast ist. So. Es sind aber zwei Portale gespawnt. Und war das ein Gas bei dir eben? Man hat's gehört. Epische Musik. Ja, da ist mein Gas getötet mit seiner eigenen Kugel. Ah, das ist ja eine geile epische Musik, wenn man das macht, wenn man so eine legendäre Aufgabe macht. Okay. Sag mal, das Spiel durchgespielt hat. Na dann. Das muss ich ja bauen, hier kurz. La 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 la. Oh, du kleiner scheiß Wichser. Gibt er mich erstmal nach hinten? Ist er nicht nett. Also der Pigman hat mich zurückgeschubst, sondern weil ich, wo noch nicht sicher ist, fast runtergefallen. Ist der gar nicht nett. Pissbacke, ey. Erstmal fuck einsetzen. Sonst ist es immer viel zu dunkel in der Hölle. Oh ja. Auch so. Na gut, ich könnte die Brightness noch weiter hochziehen. Oder in den Einstellungen direkt Gamma-Wert hochstellen. So wie das einige machen. Weiß nicht, wen du meinst. Hm? Weiß nicht, wen du meinst. Ich meine dich gar nicht damit. Okay. Aber dann hast du es auch gemacht. Nein, hab ich nicht. Doch. Nein. Doch. Das ist keine Beweise. Das war aber schon die... mit... Ich weiß nicht, wie du meinst. Ja, ich weiß nicht, wie du meinst. Hast du dich selbst mit Verrat nehmt? Quatsch, ich hab nur gesagt, dass ich nicht weiß, wie du meinst. Ja, ja. Du lügen, Kobold. Kobold? Hm. Also man hat schon viel zu mir gesagt, aber Kobold, das geht relativ zu weit. Schön für dich. So, da haben wir den Festung. Das ist sogar eine sehr große Festung. Oh, Pigman, verpiss dich. Nervst. Lass mich hier so zumachen. Schon mal ein bisschen das sicher sind. Geist hören. Hä? Der Geist ist genau hinter mir gespawnt, wollte ich verarschen. Klar, bist nämlich du. Die ganzen Pikmin-Geräusche, ey.
Waffe tot. Was machst du? Zum Glück hatte ich nichts. Nix? Jerry? Dein Bett wurde blockiert oder zerstört? Eigentlich nicht. Hast du zufällig in meinem Bett gepennt irgendwie? Nein, ich habe in dem Bett da hinten gepennt im Slime-Gebiet. Ah, das habe ich abgerissen. Stimmt, da war was. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Wo haben wir denn Feierabend gemacht? Oh mein Gott, hast du gerade Minecraft? Toll, jetzt brauche ich die Koordinaten. Wo ist das Knopf Papier? 677. 1092. 1092. Alter, 1092. Ja. Und nicht 1290. Ja, geil. Bis ich da bin, bin ich tot. Wie sind wir denn so weit gelaufen damals? Weil wir ein ordentliches Gebiet gesucht haben. Oh, ich hasse Minecraft gerade so hart. Weil wir ein ordentliches Gebiet gesucht haben. Oh, ey, Berge. Ja, vielleicht schaffst du das ja in 4 Minuten. Dann haben wir eine halbe Stunde. Dreck, ey. Ich laufe schon wieder in die andere Richtung, weil hier ein scheiß Berg ist. Mann, warum sind wir denn so weit gerannt? Hätten wir uns nicht hier niederlassen können. Hier ist auch alles wunderschön. Leute, ich habe unsere alte Base gefunden, die Tür. Geil. Weil wir ein ordentliches Gebiet gesucht haben. Hier sind wir lang gerannt. Ja, ja. So, ich schätze mal bei. Die alte Knödelkacke. Was Wichtiges dabei? Ja, die Träne, aber die ist auch nicht so wichtig. Also, du bist gerade gestorben. Ja, aber ich hätte nichts dabei gehabt, Richtiges. Also, warum? Hast du eine Träne dabei? Ja, weil ich das doch eben erledigt habe. Das ist dann natürlich die Träne noch groß. Okay. Willkommen. So, noch ein paar Fackeln setzen. Obwohl. So, hey Leute und herzlich willkommen zur ersten Minecraft-Folge. Ich fange wieder von null an. Noch ein bisschen höher. Zumindest hier in der Hölle jetzt. Weil es natürlich sonst so langweilig wäre. Ja, das glaube ich dir. Du stirbst ja auch gerne, das wissen wir doch. Ja. Das wissen wir doch alle, dass du gerne stirbst. Das ist mein Hobby geworden. Mhm. Glaube ich dir. Okay. Was war das für eine 82? Und wir sind 529. Ha. Hoffentlich können wir uns einfach so hier durchbauen. Und aus der Wand kommt Lava. Lava, Lava, Lava. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Klatsch, klatsch. Zack. In der Hölle zu brennen ist nicht gut. Nö. Vor allem in der Hölle habe ich auch wieder gemerkt, fließt das die Flava natürlich 1000 Mal schneller als in der Oberwelt. Ja. Ich glaube, aber das haben die geändert, ne? In der Meinung, früher war das nicht so. Damals, also jedenfalls in der 1.10 war das auch schon. 1.10, ja. 10. Ich bin immer vergleichst du das nicht immer mit der 1.7.10. Ja. Das ist so dein Hauptspiel, deine Hauptversion gewesen, ne? Ja, zuletzt ja eigentlich. Das war auch die beschissenste Version, ey. Die ja, am meisten Probleme alles gemacht hat, ey. Da gab's aber sonst alles drin, ne? Also ja, alle Mods gegenüber die 1.7.10. Ja. Und jetzt war die 1.12 ganz groß. Aber da wurden ja auch die ganzen Mods dann geändert. Ordentlich angepasst. Und dann lief das ja auch schon alles viel, viel besser. In 1.10 ging es ja los, aber die wurden gleich sofort eigentlich hauptsächlich auf die 1.12 geupdatet. Sorry, ich muss euch killen. Sonst habe ich kein Essen, wenn ich nach Hause renne. Aber 1.12 war ja eins, das ich zuletzt gemacht habe, und dann war es ja auch, dass ich ein Jahr gar kein Minecraft gemacht habe. Ja.
das reicht erstmal. Ach komm, verpiss dich, Lava. 600 Blöcke noch. Immer diese scheiß Lava, die mit einem aus den Wänden kommt. Ja, aber ich würde sagen, wir beenden, ne? Ja, würde ich auch sagen. Dann beende ich hier okay. Mit einem komischen Gang, den ich gerade wurde. Ich beende im Rennen. So, Leute, und ich würde mal sagen, wir beenden ab dieser Folge. Ja. So, Moment, ich muss hier noch kurz hochrennen, dann so, alles klar. So, gut, ja. Und wenn wir nächstes Mal, ich werde nach Hause rennen. Thanos wird wahrscheinlich weiter in der Hölle rumgammeln oder wird er wieder in die Overworld gehen? Nee, das erfahrt die nächste Folge. Ich werde wirklich weiter in der Hölle rumgammeln, um nach Hause zu kommen. Um unser Haus anzuschließen. Unser Heimat anzuschließen. Achso, na gut, alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, ich bin damit raus und der gute Thanos. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.